Anlässlich des Martinstages ist am Mittwochabend in die katholische Kirche Heilige Familie in Hoyerswerda geladen worden. Nach einer kurzen Andacht wurden selbstgebastelte Lampignons an 30 Asylbewerberkinder aus dem Heim in der Münzerstraße übergeben. Im Anschluss gab es einen kleinen Umzug durch den Pfarrgarten, an dem später auch die Geschichte des heiligen Martin und seiner Großzügigkeit aufgeführt wurde. Am Ende gab es natürlich die traditionellen Martinshörnchen zum Miteinander teilen.